So, jetzt sind wir vorne im Eingangsbereich vom Haus, wo man die Haustür reinkommt. Hier geht er die Treppe hoch Richtung Wohnzimmer und Esszimmer und so weiter. Da vorne geht die Treppe runter in den Keller. So, jetzt müssen wir ja, wenn wir später mal die Treppe hier runterkommen und wollen das Haus verlassen, den Loxone Haus verlassen Taster. Heißt, ich mache hier vorne einen Dreifachklick. Musik geht aus, Licht geht aus, die Rollos gehen in Automatikbeschattung, falls man die manuell aktiviert hat. Abwesende Simulation wird gestartet und so weiter. Und da müssen wir hier vorne dann noch einen Schalter hinbauen. Normalerweise bräuchten wir hier einen 1,14 Meter, glaube ich, hatten wir hier gemacht. Moment, ich gucke gerade mal. Da haben wir die sogar höher gesetzt. Ja, würde passen, 1,14 Meter. Wir müssen die minimal tiefer machen, weil da oben ist ja die Kante. Und jetzt machen wir die noch 1,12 Meter. Hier vorne hin. Bleib ein bisschen vom Rand weg. So, das heißt, der Schräubli machen wir mal raus. Das hält nachher die Dose, hält die Platte fest. So, und hier unten machen wir dann auf eine Höhe, so, hier haben wir 14 plus 30, so. Eine Steckdose, weil man, ne Quatsch, soll hinten in die Ecke, soll die Steckdose. 14 und 30. So, hinten kommt noch eine Steckdose hin. Ihr wisst ja, hier hinten war die Dusche. Und man darf ja durch den Duschbereich keine 32 Volt für einen anderen Raum legen. Aber die Wand ist hier doppelt aufgebaut. Das heißt, diese Wand hier steht auf der Betonplatte. Und dann ist hier hinter nochmal durchgehend bis auf den Boden noch eine weitere Wand gezogen. Das heißt, von der Wand bis zur Steckdose sind mindestens 8 bis 9 cm. Also überhaupt kein Problem, da eine Dose einzubauen. Wenn das nicht möglich wäre, hätte ich dann die Dose da hinten in die Wand eingebaut. Aber die ist ja schon zu, wäre ein bisschen mehr Arbeit gewesen. Und so passt das hier. Du Holzstück, du! Ja. Klong, so. Mal eine flache rein, oder mal passt noch eine tiefe rein, mal gucken. Mal eine flache rein. Und dann passt es, aber da müssen wir erstmal das Kabel dahin kriegen. Gut, da kommen wir von hinten dran, da auch. Kann man die Dosen einbauen. Tiefe habe ich, glaube ich, hier oben. Die nehme ich tiefe und. Hoppla! Direkt alles rausgefallen, weil das Loch unten ist. Gibt eben tiefe Dosen, passen nicht mehr rein. Die wären tief, ich würde mal sagen 62, grob so. Ne? Baue ich mich am liebsten ein, da hat man immer Platz drin. Aber wenn es nicht geht, wie jetzt hier, wo ich dann noch eine ganze Menge Schrauben im Weg habe, dann müssen wir halt eben uns auch die flache entscheiden. Und manchmal müssen wir halt eben eine Tiefe einbauen, zum Beispiel beim Bewegungsmelder, da brauchen wir eine Tiefe. Aber für den Loxone Touch-Taster reicht eine ganz flache Dose. So, dann suche ich mal die, vielleicht im Auto noch die flache. Das ist eine flache Dose, flach relativ, aber die ist nämlich nur 48 tief. Da kann man natürlich nicht so viele schöne Sachen hinter verklemmen, wenn man Platz braucht. Aber zum Beispiel hier bei dem Haus, zum Beispiel hier bei diesem Holzkletthaus, bei den Außenwänden zum Beispiel, kann ich nur die flachen einbauen, weil da habe ich eben nur eine Tiefe. Habt ihr eben oben gesehen, wo ich ja gebohrt habe, da bei dem die Kabel für das Podest. Da habe ich nur 30 mm Dachlatte. Und was sind 20, ne, 30 mm Dachlatte und ich glaube 12 oder 13 mm, 12 mm USB. Wenn 42 ein Rie gibt, das heißt, es passt nur die rein, also ich komme nicht auf meine paar 60 von der Einbautiefe, da muss ich damit flachen Vorlieb nehmen, muss natürlich so planen,
dass ich halt eben möglichst die Kabel einzeln ziehe und hinterher nicht viel verklemme. Außer bei den Touch-Tastern von Loxone kann ich ohne Problem mehrere Kabel hier reinziehen, weil der Taster an sich, der ist ja hinten vielleicht, was ich, 15 mm tief oder 20 mm tief, da ist genug Reserveplatz dahinter. Ja, jetzt ziehen wir die Kabel hier noch rein von der anderen Seite. So, die Kabel sind drin. Die rollen wir jetzt mal hier ein. Und dann ist die Ecke auch fertig. So, jetzt tun wir noch die Kabel unten gerade noch beschriften. Und dann haben wir von oben noch zwei Kabel, die wir aus dem Dachgeschoss ziehen. So, sind wir im Dachgeschoss. Und was sehen wir hier? Zoomen wir das mal ran. Hat auch der Heizungsbauer eiskalt meine Dose rausgeschmissen und auf der Rückseite seinen Fußbodenverteiler hingesetzt. Das heißt, wir gehen mit dem Bewegungsmelder von der Treppe dann weiter nach hier. Ich habe mal drüben gemessen. Bei 14 fängt der Fußbodenverteiler an. Das heißt, danach können wir unsere Dose ausfräsen. Da hole ich mal die Maschine. So, da wollen wir den Onkel mal ein bisschen mal bohren. Ne? So, da wollen wir den Onkel mal ausbohren hier. Warum streffen wir da nichts? Gepasst. Genau gepasst. Schieben wir ein Kabel mal durch. Ups. Kleines Bäuerchen. Wenn wir das Problem behoben und das Loch zumachen, dann muss der Trockenbauer mal gucken, weil da kann ich jetzt kein Klötzchen dahinter schrauben. Sonst würde ich an den Fußbodenverteiler schrauben. Wahrscheinlich müsste hier vorne ein Stück Platte getauscht werden dann oder so. Aber da können die nächste Woche mal nachgucken. So, jetzt gehen wir mal ins Schlafzimmer. So, hier sieht man das wilde Chaos gerade, weil hier so viel nachgerüstet wurde. Und der Heizungsbauer hat uns hier ein paar Rohre losgemacht. Die machen wir jetzt noch fest. Hol ich gerade mal einen Hammer und Hakennägel. Was wir jetzt gleich noch hier in dem Raum haben, ist, hier hatten wir ein Netzwerkkabel am Fernseher vorne vorgesehen. Da kommt noch ein zweites dazu, was noch gewünscht war. Und hier vorne wird noch ein Carport angebaut. Da werden wir jetzt gleich noch zwei Löcher rausbauen für Beleuchtung und Bewegungsmelder. Das werden wir dann auch noch einbinden. Aber machen wir erstmal den Gulasch hier fest. Weil hier das Lautsprecherkabel ist neu dazugekommen. Das gab es vorher nicht. Das hat der Flur auch einen Lautsprecher. Hier ist die Wand ist auch geschlossen. Dann machen wir jetzt hier oben gerade mal ein bisschen Estrich Kumpa Hakennägelchen rein. Hängen wir mal die Kabel hier hoch. Hier kommt ein Einbauschrank, Schlafzimmerschrank hin, wo die ganzen Kabel dann im Schrank verlegt werden. Zum Beispiel hier haben wir jetzt den Lautsprecher von der Musikserveranlage und das Netzwerk für den WLAN Access Point hier im OG. Kommt oben am Schrank. Der Lautsprecher kommt in den Schrank, wird integriert. So, und hier haben wir Strom, Netzwerk, Antenne. Für die Fernsehanlage hier drin. Und dann werden wir noch ein zweites Netzwerk jetzt gleich dabei bauen. So, und das Müll. Hier hätte ich nämlich einen Klotz rausschneiden müssen. Zwar auf der Rückseite ist noch eine Nische in die Wand gekommen für den Spiegelschrank. Und
Leider ging dann das Ganze durch ein Bündel Kabel durch, da muss man so oben rumlegen, da habe ich das Multimaster rausgeschnitten. So, hier vorne, die hängen wir noch hoch und das Loch hier, da werde ich einen Wäscheschacht reinbauen. Das heißt, hier drüben vom Bad wird eine Luke, die man aufdrückt. Und hier drunter ist ja aus Wirtschaftsraum, das heißt im Schrank, dann kann man einen Wäschekorb reinstellen, kann die Wäsche von hier oben reinschmeißen und der Schacht hier ist dann im Schlafzimmerschrank natürlich verschwunden. Das können wir dann bauen, wenn nachher der Estrich mal drin ist. So, und hier vorne, die Kabel kommen ja auch in den Schrank. Das ist hier die Taster, jetzt haben wir hier einen Knäuel. Nehmen wir die erstmal hier einzeln hier hin. Weil die sollen genau aus dem Estrich rausgucken und zwar ein Stückchen weiter vorne. Das muss ich glaube ich gleich mal hier irgendwie markieren. Weil eventuell kommt hinter den Schrank so eine Glasschiebetür. Deshalb hängen die davor aus dem Boden, dass die in den Schrank reinpassen. Aber irgendwie ist das hier gerade ein bisschen verknäuelst. Verknäubelst. So. Hier ist ja der Triebbus. Da können wir auch gleich den Melder für draußen vom Carport dazu machen. Und müssen halt eben nur ein Kabel separat nach unten ziehen für die Beleuchtung vom Carport. Obwohl, da können wir auch Tri-Spots machen, aber hier oben komme ich glaube ich nirgendwo mehr an 24 Volt dran, weil alles schon zu ist. So, damit das Zeug hier schön aushakt, machen wir hier oben auch mal einen drüber. So. Das muss dann hier vorne separat rauskommen. So. Dann mit dem Sockel vom Schrank raus, die Kabel. Gut, das heißt, jetzt brauchen wir ein Leerrohr. Und wir bohren erstmal den Durchbruch jetzt. So, vergessen auf Aufnahmen zu drücken. Ein Loch ist durch. Das ist noch das zweite. Das passt so grob. So, jetzt haben wir Schlauch. So, ich habe jetzt noch ein Loch hier runter gebohrt, in Flur. Da haben wir ja 24 Volt von den Deckenspots. Und da holen wir uns jetzt die Spots vom Carport dann auch her. Das sind ja auch schon Tri-Spots. Wenn wir den Schlauch komplett hier durchkriegen, glaube ich eher weniger. Nee. Aber nicht so schlimm. Kann man später draußen im Schlauch im Dachüberstand legen. So. Das nach hier. Guck mal, da könnte man den Triebbus eigentlich auch hierher holen. Brauchen wir gerade ein zweites Loch hier rein. Auch daher. Und gleich lang. So. Schon sehr viel Kabel dabei. Aber das hier würde reichen. Durch. Jetzt aber.
habe ich es ein bisschen entknäuelt. So, der Spot ist ziemlich dicht hier in der Nähe. Der ist nämlich hier drunter in der Ecke. So. Gerade mal schnell gucken, ob es lang genug ist. Ich gehe davon aus. Drei Stücke. Und zwar der Carport wird etwas niedriger angehängt am Haus und geht dann nach vorne. Deshalb auch diese Höhe hier. Jetzt habe ich wahrscheinlich das Problem mit der Glaswolle. Da geht's, doch geht noch. Netzwerkkabel für den Triebus. Er hat nämlich der Heizungsunkel die losgemacht, um hier sein Abflussrohr durchzukriegen. Ja, den machen wir dann hier auch mal wieder fest. Die lagen ja mal als komplette Bahn, die ganz flach. Da hat er sich schon mal ein Stück rüber gebunden hier, dass er seinen Abfluss hier durchkriegt. Aber das ist nur an der Baustelle so, dass man sich da gegenseitig nicht unbedingt das Leben schwer macht, sondern wenn der eine irgendwann der losmacht, dann hilft man schon mal, macht dem anderen das wieder passend. Deshalb kommt es mal vor, dass ich schon mal Sachen ändern muss oder der Heizungsbauer dann was ändern muss wegen meinen Kabeln. Ein Geben und ein Nehmen. So, sind die auch fest, das rüber aber auch fest. Und hier das mache ich noch fest, hier die Leitung vom Fußbodenverteiler. So, das auch. Jetzt wickel ich draußen die Kabel nochmal hoch, die ich durchgebohrt hatte. Dann gehen wir rüber ins Bad, machen dann auch das Kabel hier von dem Lautsprecher noch am Boden fest und nach unten legen. So, hier kommen jetzt Vokabel, die wir gerade oben durchgesteckt haben, die kommen hier aus der Decke raus. Hier kommen mal die ganzen Lüftungsrohre runter, weil hier kommt ein Küchenschrank hin mit den Kücheneinbaugeräten. Auf alle volle Höhe, also bis hier unter den Balken. Und auf der Rückseite kommen auch Schränke hier im Hauswirtschaftsraum rein. Und dazwischen laufen dann die Lüftungsrohre und dann eben jetzt hier die zwei Kabel, die wir noch gezogen haben. Weil da hinten ist ja der andere Steigeschacht, der ist leider schon voll. Jetzt müssen wir noch zwei Schläuche über den Boden legen. Durch das Loch da hinten, dass man da, da kann man wohl ein bisschen hochziehen hier den Schlauch, genau, genau, am Esstisch guckt. Übernächste Woche kommt der Heizungsbauer auch, wenn ich habe auch geplant hier zu sein, wo ich den Schaltschrank loslegen will. Und da kann man das Kabel dann noch an den Lüftungsgeräten noch mit festmachen. So, wohl, da gehen wir da außen rum. Dass wir nur eine Höhe haben.
Draußen krummelt schon ein Gewitter los. Aber kann man nichts dran ändern. So, Pi mal Daumen. Ist das so gerade? So, ungefähr. Kann man nochmal ein bisschen ändern, wenn es zu eng ist. Ratzfatz geht das hier. Bumm. Ruckzuck. So. So, Lüftung, ja, kriegen wir hin. Passt. So. Ja, das war's für heute, weil ich fahre jetzt weiter auf den Lehrgang. Also jetzt morgen, ich fahre jetzt gleich ins Hotel. Ja, der Sonntag ist der Lehrgang tatsächlich, ja. Erzähle ich am Montag die News von. Ja, ich bin wahrscheinlich in 2 Wochen wieder hier, dann geht es endlich los mit dem Schaltschrankbau, wo die meisten sich ja schon drauf freuen. Und, also ich auch, ja. Weil der Rohbau hier, das ist schon ein Knochenjob. Vor allem hier diese vielen Ausfräsungen in Decken für Lautsprecher und sowas. Ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video. Viel Spaß. Und könnt ja gucken, es sind eine ganze Menge Videos sind ja online, ob für euch noch was Interessantes dabei ist. Ciao.